Alles begann so, wie es vorausgesagt wurde. Gott wird einen Boten senden, der die Welt darauf vorbereiten soll, dass Gottes Sohn kommen wird. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste, taufte und verkündete den Leuten, die zu ihm kamen: Lasst euch reinigen, bereut, was ihr getan habt, und lasst euch frei machen von eurer Schuld. In Massen strömten die Menschen zu ihm hinaus aus dem südlichen Israel und aus Jerusalem, ließen sich von ihm im Jordan taufen und bekannten, was sie gegen Gottes Willen getan hatten. Johannes war sehr einfach gekleidet. Er trug einen groben, aus Kamelhaar gewebten Mantel, der mit einem Lederriemen zusammengehalten wurde. Seine Nahrung bestand aus Honig und Heuschrecken, die er draußen fand. Er rief den Leuten zu: Nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger sein wird, als ich es bin. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In dieser Zeit kam Jesus aus Nazareth, aus der Provinz Galiläa, und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Gleich nach der Taufe, als Jesus aus dem Wasser stieg, sah er, wie sich der Himmel über ihm öffnete und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Dabei hörte er eine Stimme: Dies ist mein lieber Sohn, dich habe ich berufen.